Willkommen zurück zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Wir sind hier heute wieder am Aufräumen, bisschen am Tun, bisschen am Machen, ihr wisst schon. Ich versuche hier, ich habe mich in der letzten Folge nochmal mit der ganzen Sache auseinandergesetzt. Und diese Methamphetamin-Scheiße. Ich versuche erstmal das zu überspringen. Na Crystal, Digga, das fühle ich nicht. Okay, die Sichtbarkeit geht gerade gefühlt gar nicht runter. Okay, jetzt müssen wir noch mal ganz schnell. Okay, die haben alle den Stoff, den die haben wollen. Okay, wir haben 100 Gramm Dings und 100 Gramm Dings. Eigentlich müssten wir. Ja, in der letzten Folge, was ist alles so passiert? Wir mussten in der letzten Folge einen Ausweg finden aus Sektor B. Wir haben aggressiv viel Ecstasy, Amphetamin und Gras haben wir in der anderen Hütte. Wir wurden letztes Mal auch, haben wir gelernt, was. Oh, hier ist ja auch noch Gras drin. Ganz vergessen. Was Polizeigewalt bedeutet. Die haben uns gefickt. Um es ehrlich so zu sagen. So, 40 mal du. Obwohl, nee, brechen wir ab. Lassen wir das so und dann können wir das spontan festlegen. Beispielsweise einer 25 Gramm braucht oder so, dann können wir das in eins zusammenpacken. Ich wette, die machen erst, wenn Nacht ist. Wenn Nachtruhe ist, dann werden die eine richtig dick einmal sagen. Okay, gut. Wir können einen neuen Platz freischalten. Machen wir aber morgen. Nicht nachts. Wenn wir neue Kunden bekommen, nachts, dann hört sich für mich auf jeden Fall nicht so gewinnversprechend an. 11 Minuten noch, dann ist Nachtruhe. Will schon jemand haben? Ohoho, Geld. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich bin innerhalb von 3 Minuten die Treppe runtergekommen. Safe, ich krieg jetzt die ganzen Calls. Yep. Du bist hier, Junge. Das sind versiffte Cops. Ja, da hier rechts sind auch noch welche. Wie sieht das eigentlich aus? Bin ich eigentlich sicher in meiner Butze? Schon wieder über 1K, ey. Och, nee, Digga, der will jetzt auch noch. So, wie viel schulde ich dem? 1200. Dann sammle ich das Geld ein, nehme das Geld auch noch mit. Wo habe ich das Geld? Es liegt ein Batzen Kohle jetzt auf der Erde.
der steht wieder hier. Oh Gott, das getan. Junge, du weißt, wo du mich hinstellen musst. Könnt jetzt leise sein. Wie soll ich jetzt hochgehen? Sekunde. Ja, genau deswegen. Kann ich aus meiner Wohnung gucken, wo die Cops sind. Zurück in die Butze. So, bestimmt wollen jetzt alle Gras haben, ne? Natürlich, natürlich, natürlich. Da wegen so einer Weed. Einmal 10 und einmal 5. Wollte der 15 oder 14? Du wolltest 4. Oh, Scheiße. Verkackt. Hatten wir nicht 4? Naja, haben wir nicht. Dann machen wir zweimal dich hier. Und die 5G packen wir da einfach wieder rein. So, Lagerungsmodus. Stoff hinzufügen. 5K. So. Und dann brauchen wir da jetzt noch 6 und 9. Für 6 brauche ich das 3-mal. Und für 9 brauche ich das nochmal 2-mal. Das heißt insgesamt. Ja. Und dann noch 1 Gramm hiervon. Dann haben wir hier 10, 11. Ne, da haben wir nur 11 Gramm. 9 und 6. Das heißt, ich brauche noch 2 hiervon. Oder? So, 9 Gramm, das sind 14, das ist 1, das ist 15. Ja, das müsste eigentlich. Ja, 6 und 9 Gramm, ja, das ist richtig. Bestimmt stehen die hinten wieder beim Markt rum. Junge, das ist so offensichtlich, ne? So, 1 und 4. Sag zu, ihr wollt mich in den Knast bringen.
Ich weiß gar nicht, wie das mit Schutzzonen aussieht. Wenn ich oben in meiner Butze bin, könnte es sein, dass die mich dann nicht fangen können, oder? Digga, bist du behindert? Es ist Ausgangssperre. Jeder so, ach komm, lass mal rausgehen. Irgendwo hin. Ich habe Polizeifunkgeräte. Ich gehe mal erstmal, stelle mich da so um die Ecke. Ja, mir hat schon wieder 600 Attacken, ey. Denk dran, das alles, was wir jetzt einnehmen, ist nur Gewinn. Das ist purer Gewinn. Weil wir ja schon alle bezahlt haben. Also ich muss jetzt 3 Tage unerkannt bleiben, dann wird mein Dingslevel wieder sinken. 23 G! Digga, will der sich umbringen? Ah. 23 habe ich noch da. Was ist der Dude? Steht er da vor einem Polizeiauto? Oh mein Gott. Okay, jetzt warten wir, bis die Zeit vorbei ist. Obwohl, wir könnten auch schon mal bestellen. Wir bestellen um 3 Uhr. Dass wir hier keine Toilette haben, ne? Wieso ist meine Sichtbarkeit denn noch weiter gestiegen? Verleiht dir eine geringe Chance Prozent, dass die Polizei bei einer Durchsuchung Drogen bei dir findet. Das ist gut. Digga, dieser Typ, ne? Der schreibt einfach noch die ganze Zeit. 35 Gramm Gras, das können wir machen. Ich habe jetzt schon kein Amphi mehr. Okay, du.
Also Gras habe ich noch genug, dann machen wir 200. Nicht 2000. Ja, aber so viel brauche ich. Kommt schon mal eine Antwort. Wie viel habe ich denn noch? Also 9 Gramm, das kann ich noch machen. Ist das, weil ich die ganze Zeit weiter Drugs verticke? Also 9 Gramm kann ich noch machen. Grüne Fee kann ich die ganze Zeit machen. Ein 20er, ein 10er, ein 5er. Wir speichern mal ganz schnell. Alter. Wieso ist meine Sichtbarkeit denn eigentlich jetzt noch weiter gestiegen? Auffälliger Bastard. Du bist mir doch der Liebste, direkt vor der Haustür. Bin so am Pumpen, ne? Puh, Digga. Digga, 10G Speed, nochmal 9 Gramm Speed. Alter, die wollen mich bluten sehen. Die wollen mich einfach bluten. Will irgendwer Gras kaufen? 9 Gramm grüne Fee, gerne. So. Einmal 5G. Zweimal 2G. Ab in meine Butze, Alter.
Ich zahle nach dem Dings 110 ins Konto ein. Ich denke, das mache ich auch einfach jeden Tag. Weil, ich sag ganz ehrlich. Oh, so scheiße. Wir haben die ganze Nacht damit zugebracht, irgendwelche Leute zu be. So. So, ich zahle eben 110 ein. Kann ich 120 einzahlen? Ne, 110 kann ich nur. 150, 110, ja. So. Wollen die mich jetzt direkt kontrollieren? Nee, wollen die nicht. Aber wenn ich wahrscheinlich mich irgendwie komisch verhalte, also renne oder so. Wir haben jetzt schon wieder 1100. Das ist so krank. Aber irgendwie unsere Sichtbarkeit geht nicht so runter. So. So, steht auch hier unten. Bei der Berechnung des Sichtbarkeitsfaktors werden alle kriminellen Aktivitäten wie Verkäufe, Verfolgungsjagden und Verhaftungen der letzten 3 Tage berücksichtigt. Dies wirkt sich auf die allgemeine Sichtbarkeit deiner Aktionen aus. Eine höhere Sichtbarkeit bedeutet mehr Polizeistreifen auf den Straßen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Drogenbehörde auf dich aufmerksam wird. Auch die Polizei könnte misstrauisch werden. Tipp, wenn du nachts arbeitest, sinkt die Sichtbarkeit um 50%. Oh. Ach Gott, Leute. Ah, 6 Gramm. Ich glaube, ich sollte ein bisschen eine Pause machen vom Weed kaufen. Oh nee, sag bloß. Mein Dealer ist von Weed abhängig geworden? Wie soll das gehen? Also ich habe klar, ich kenne auch einen Kollegen, der schon mal eine Abhängigkeit von Dings bekommen hat, aber also von Weed, der hatte also eine Abhängigkeit nicht wirklich. Der hat einfach aufgehört und hatte dann Entzugserscheinungen. Also wirklich richtiges Zittern und sowas. Das war krank. Todes. Digga, Möbelgeschäft schon wieder. Okay, gut. Wenigstens wissen wir jetzt, dass nicht automatisch alles im Sektor B ist. Sobald es höher als irgendwie 100 Gramm ist oder so. Ich habe 200 fucking Gramm Amphi dabei. Mit sowas sollte man rennen. Ich glaube, dann bezahle ich nach 10 Jahren Polizei. So, 80 gehen hier rein, ne? Ja. 80 gehen hier rein. Ja. Dann würde ich dich wieder mitnehmen. Ja, obwohl die 20 G, die packe ich dann in den Dings. Wie viele Gläser und Dings? Ja, ich habe noch ein paar. Dann lasse ich die 20 G hier und die 100 nehme ich mit rüber. Dem Typen 100 Gramm in die Hand zu drücken.
Instant-Abhängigkeit Level 50. So. Ach nee, das ist der falsche Schrank. Dann hier. Ach, das Equipment. Warte. Kein Equipment in der Lage, das versteckt. Keine Drogen im Inventar gefunden. Das heißt, ich muss das Equipment erst hier rüberbringen, oder wie? Hä? Wie mache ich das denn? Ich muss. Achso, das. Wenn ich quasi vom Haupt im Nebenversteck wechsle, dann muss ich quasi diese. Also die gehen auch in der Hütte ab, ne? Wie gar nichts. Ich würde so ein mittleres Glas nehmen, so ein kleines Glas. Stoffe zu mischen, nee, Digga. Ich finde es schön, wie das diese Zahlungsanimation da quasi ist. So, wird zum großen Versand, perfekt. So, die nächsten 3 Tage nutzen wir dann, um zu disponieren, sage ich jetzt mal. Digga, dieser Typ, ne? Irgendwann geht's einem auf den Sack. Der schickt einem auch jeden Tag mindestens eine Nachricht. Hey, komm vorbei. Guck dir unsere neuen Apartments an. So. Zacker und Zacker. Das Magie-Dingen. So. Dich packen. Ach scheiße. So, dich packen wir hier drauf und dich tun wir hier rein. Ach, Stoff hinzufügen. 80G Amphi. 20G Amphi, ja. So. Ja, dann würde ich sagen. Obwohl, nee, wir speichern nicht hier. Wir speichern langsam. Dann würde ich sagen, oh, die Folge ist auch schon wieder Überlänge, ey. Leute, in den letzten Tagen, ey. Also ich kann es euch nur sagen, dieses Spiel, passt auf, das hat Suchtgefahr, einfach nur, weil ihr die ganze Zeit am Einkaufen seid. Ich speichere eben flockig. Dann würde ich sagen, bis in die nächste Folge. Wir haben diese Folge gelernt, dass unsere Sichtbarkeit ungefähr jetzt bei Komm und Fang mich ist. Geil. Ja, wir werden jetzt quasi die 2 oder 3 Tage nutzen, um gar nichts zu kaufen oder zu verkaufen. Einfach nur, weil unsere Sichtbarkeit so hoch ist. Irgendwie will ich auch nicht die DEA auf den Plan rufen. Keine Ahnung, da hätte ich irgendwie maximal keinen Bock drauf, weil wir immer noch einen Schrank haben, in dem arsch viel Zeug ist und so ein kleines Marmeladenglas mit 42 Gramm und 80 Gramm Amphi. Dementsprechend wäre es ziemlich scheiße. Ja, dann würden wir die nächste Folge nutzen, um die Wohnung ein bisschen einzurichten, etc. Dementsprechend, ja, mit ziemlich genau 30 Minuten. Bis in die nächste Folge, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.